Diese Schurken von Fischern, die generell daran schuld sind, dass wir hier an Bord der Medern gestrandet sind, denen geht's hier nicht gut. Die haben ebenso wie wir Halluzinationen, aber Olsen hat Danny getötet und der Junior hat sich selbst abgeknallt im letzten Part, während unsere Hauptcharaktere nach wie vor alle am Leben sind. Brad will jetzt alle in Barfuß, ich könnte das nicht, ne? Ich würde mich so ekeln, will jetzt die anderen suchen, also Fliss bleibt oben, aber Julia und Alex, die beiden waren ja auf der Suche nach dem Generator, nicht wirklich erfolgreich. Aber Olsen ist noch da, ne? Der Anführer der diebischen Fischerbande. Der ist auch sehr durchgeknallt. Wetzt hier mit einem Hammer rum. War ein bisschen ein Ansatz von Gänsehaut. War das nicht sogar Konrad? Konrad ist ja entkommen mit dem Rettungsbötchen. Ja, das war eine nette Atmosphäre, wie die da so ins Bild laufen, die Geisterchen. Was haben wir hier? Nix. Ja, generell so alleine hier durchzugehen. Eine denkbar schlechte Idee. Ich weiß, der ist ungern untätig, aber manchmal ist es doch das Bessere, einfach abzuwarten. Ich bin ja selbst ein sehr ungeduldiger Mensch, aber tja. Hier sollte ein Hinweis sein. Da geht alles im Bach runter. Was zum... Vorahnung, den Charakter habe ich noch gar nicht gesehen. What? Okay, der nächste Geist. Diesmal war es nicht ganz so creepy. Die haben halt hier geschlafen, wa? Das hätte jetzt wirklich echt nicht gebraucht. Boah, schmeißt du mal einen Tic-Tac rein. Das ist ja echt... Das ist ja echt übel. Puh. Aber er hat sich immer die Zähne geschrubbt. Kommt mir bekannt vor. Frachtraum 2, da liegen die giftigen Stoffe, Mann. Also das Gold, ne, ist halt auch nur diese Chemikalien-Scheiße. Und ihr seht diesen Nebel, den Dunst. Oh, Olsen. Wir müssen ihn überlisten und dann haben wir gewonnen. Schaffst du? Ach Mensch, Nerd. Das ist echt keine gute Idee. Nee. In dir. Der ist auch am Ende. Vergiss das nicht. Sogar mehr als ihr. Ich krieg das Scheißteil jetzt. Die Frisur sitzt. Nein! Die Chemikalien.
Zum ersten Mal ein Quicktime-Event falsch gemacht in Part 9. Komm da weg, komm schon! Der kann nicht mehr. Arg! Kommt da! Ups. Da bist du zweigeteilter Meinung, was? Das war viel zu knapp. Aber das Ergebnis passt, oder? Wir haben das Ding. Die Bösen sind alle tot. Wir müssen nur noch zurück. Und der Fisch ist rasiert. Als ob der jetzt weitermacht. Du bist kein Terminator, hör auf. Ich dachte, der greift jetzt so. Wuff. Okay, ich habe zwei kleine Fehlerchen gemacht, aber die waren nicht essentiell. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass da die Chemikalie weiter ausgelaufen ist. Gibt anscheinend Schlimmeres. Es ist wieder hell. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus, Leute. Da stoße ich ans Mikrofon, deswegen zittert das. Okay. Kann losgehen. Er ist auch wohl auf. Bleibt er weg. Deine Freunde sind schon weg da. Was zur Hölle ist das hier? No, man! Ist das verlassen? Hallo? Alex, Julia! Seid ihr hier?
Mhm. Open End für Konrad. Es klang damals nur nach einem guten Plan und das war's. Das war meine Art und Weise der Geschichte von Man of Medan, wie ich die Story gespielt habe und es haben alle überlebt. Psst. Moinsen. Herzlichen Glückwunsch. Alle Passagiere sind noch am Leben, und das ist doch was. Schätze ich. Ich schätze, wenn der Vorhang sich senkt, ist man entweder bereit oder nicht. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik, gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope, vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche Donnerstag, da bringe ich meine Steuererklärung rüber. Ich weiß nicht, ob ich es in Part 1 gesagt habe. Ich wollte es auf jeden Fall sagen, aber ich glaube, ich habe es nicht gesagt, dass der zweite Teil halt Little Hope heißt. Und das ist ein Ort. Also der zweite Teil der Dark Pictures Anthology. So, jetzt seid ihr natürlich gefragt, wenn ihr das Game auch habt, durchgespielt habt, wie ist es bei euch gelaufen? Ist wer abgekratzt? Jetzt auch die Sache, ja, die sind getrennt und die finden ihn nicht mehr. Vielleicht ist er jetzt immer verschollen, weil er verrückt wurde auf dem Schiff. Ich meine, es sind keine Bösen mehr da, aber er dreht durch, weil er da im Innenraum nach denen sucht, der Konrad. Wäre es denn wirklich möglich gewesen, dass die wirklich zu fünft da bleiben? Da hätte Konrad halt nicht dieses Rettungsboot nehmen können, aber das erschien mir in diesem Augenblick als das Vernünftigste. Ich dachte nicht, dass der alleine zurückkommt, sondern dass er halt zur Küstenwache geht und die zusammen halt zurückreisen und die suchen, ja. Nicht er auf eigene Faust, was soll denn der Shit? Das war so mein Gedankengang. Ja, noch mehr Credits. Kein Problem. Ich habe noch einiges auf der Zunge. Ja, also wäre es noch perfekter gewesen, wenn die noch zusammen wären. Aber ich bin froh. Ja, was für Fehler habe ich gemacht? Also es gab ja wirklich in neuen Parts jetzt einige Quicktime-Events, einige Sachen, die man voll verhauen hätte können. Und ich denke, also ein Fehler war halt bei diesem eben bevor der Konrad zu dem Schiff kam, dass es hieß auf 7 und ich habe zu früh gedrückt, weil ich nicht wusste, dass es da direkt klopft. War aber nicht schlimm. Und genauso wie diese Quicktime-Events, das mit dem Herzschlag, da hat der Typ uns mitbekommen, der Olsen. Aber wie das am Ende mit Olsen gelaufen ist, wollen wir uns ja nicht beschweren. Ja. Ganz viele Tester hier. Wie das gelaufen ist, wollen wir uns ja nicht beschweren mit Olsen. Also eigentlich, es hätte schlimmer kommen können. Ich weiß nicht, ob die auch alle so leicht sterblich sind wie in Until Dawn. Ich meine, da waren es 8 Charaktere, hier 5. Und da sind mir schon ein paar abgekratzt hier und da. Da bin ich schon sehr zufrieden, dass einfach alle da sind, oder? Wie gesagt, das war meine Entscheidung, wie ich es für das Beste hielt.
Ja, und ihr merkt schon, ich bin einer, der es für das Vernünftigste hält, weil es einfach das Vernünftigste ist, immer ruhig zu bleiben, Ruhe und kühlen Kopf zu bewahren. Das bringt vielleicht nicht die lustigsten und schärfsten Ereignisse im Spiel, dafür entschuldige ich mich, aber ich wollte halt einfach nach meinem Ermessen halt auch spielen, ne? Die Frage, die sich alle stellen, spielst du es jetzt wieder mit anderen Entscheidungen? Und das ist in der Tat immer reizvoll. So ein Game kannst du mehrmals zocken, mit anderen Entscheidungen vielleicht alles falsch machen oder aggressiv vorgehen. Vielleicht machen wir das auf Twitch, wenn die Zeit gekommen ist. Da brauchen wir auch keine 3 Stunden für, glaube ich. Wenn wir es vor allen Dingen alles versäbeln, dass wir so ein paar Todesarten sehen. Jawohl. Ja, manche suchen gezielt die Todesarten. Ich habe ja kaum welche gesehen, außer von den Bösen. Ey, die sollen froh sein, dass die alle noch mit heiler Haut rausgekommen sind. Nur die ist halt traurig wegen ihrem Bruder. Wobei die halt noch auf dem Boot waren, auf Richtung Festland, dass die sich schon da Gedanken macht. Und nicht hinterher, wo ist er geblieben? Der ist ja gar nicht zu Hause oder so. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber insgesamt hat es mir gefallen und war es wert, gespielt zu haben. Kommt noch was? Psst. Ich weiß nicht, ob noch was kommt. Ladezeiten sind harte Zeiten. Oh nein. I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand. Na klar. Sehr schön. 8 Teile, wie gesagt, sind geplant. Mal sehen, ob sie auch alle 8 umsetzen. Der 2. Teil ist Little Hope, ein Ort. Das klingt im Deutschen mehr so wie, es ist noch was Hoffnung da, soll aber eigentlich so klingen wie, es ist kaum noch Hoffnung da. Und das ist ein Unterschied. Ja, Man of Medan oder die ganze Serie, ich weiß nicht, die ganze Serie, aber hier auf jeden Fall, wo man halt im Koop auch spielen kann, vielleicht macht es noch ein bisschen würziger. Ich glaube schon. Mehr Würze durch Koop-Modus. So, Sammlungen. Viel wird's nicht sein. Ich habe nur einen straighten Weg durchgemacht, also ich werde jetzt, nichts haben. Keelhole, Little Hope. Offener See, Gevatter Tod. Bilder. Ja. Also, an für sich fand ich das Spiel doch langatmig, muss ich sagen. Spätestens auf der Medan war es halt wirklich so, boah, es war schon, Part 5 war halt stinklangweilig, muss ich sagen. Danach wurde es einfach crazy, wo schon erst nicht klar waren, woher kommt dieses Übernatürliche und alles. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht. Until Dawn hat es besser gemacht. Ich kann es euch nicht ganz genau sagen, was man hier besser machen muss. Bonusinhalte. Die Geschichte des Horrors in Anthologien. Wie bitte?